Mein Name ist Christine Rohr, ich bin Modellmodistin von Beruf und bin in Graz. Meine Arbeit zeichnet aus, dass ich Damenmodellhüte mache, das heißt lauter Einzelanfertigungen vom Design und vom Material. Ich bin die letzte Meisterin in der Steiermark, das heißt, es gibt keine Meister mehr und sie bekommen wirklich ein Meisterstück bei mir. Vielleicht so, wenn ich von meinen Hüten rede, mache ich immer so, ne? Meine Inspiration ist eigentlich überall, wenn ich durch die Straßen gehe, wenn ich verreise. Also ich kann jetzt nicht sagen, es sind nur die fremden Länder. Ich kann die Inspiration hier vor der Haustür haben. Ich bin sehr aufmerksam, wenn ich mit dem Bus durch Graz fahre oder mit dem Radl durch Graz fahre oder auch wenn ich aufs Land rausfahre. Und es sind auch oft Kleinigkeiten, die mich zu ganz Großen inspirieren. Im Moment habe ich ein sehr gutes Beispiel, weil ich mache gerade meine Australien-Kollektion, nachdem ich den ganzen Februar in Australien verbracht habe, um dort Hüte zu machen und ich immer wieder das Licht in Australien so liebe, wird meine Kollektion wird von diesem Licht beeinflusst, das heißt die Farben werden genau die sein, die ich immer sehe, wenn ich durchs Hinterland in Australien fahre und auch die Formen und das Design wird inspiriert sein davon. Der Hut, was für eine Frage! das passiert am Morgen, also wenn ich aufstehe, kommt es immer auf die Stimmung drauf an, Schrank auf und dann schaue ich ganz genau, bin ich heute bunt, bin ich heute eher eintönig, also das ist total nach Gefühl und nach Stimmung, was ich anziehe. Mhm. Beim Big Wirbel erwartet uns das Turban machen, das heißt wir binden aus Tüchern, die ein jeder zu Hause im Kasten hat, Turbane, die man jeden Tag auf der Straße tragen kann.